Hey meine Freunde, hier sind wir wieder auf dem Kanal Filmkritik und heute zu einem neuen Trailer-Check von mir für euch. Und zwar zu einem Trailer-Check zu einem Horrorfilm aus Italien. Und zwar The Paramite, Grab des Grauens. Viel Spaß damit. Man nannte es Fluch der Pharaonen. Rache an den Abenteurern, die die heiligen Grabkammern der Pyramiden entweihten. 1699 wurde ein polnisches Schiff mit zwei Mumien an Bord von geisterhaften Erscheinungen und mörderischen Stürmen heimgesucht. 1803 betraten vier Expeditionsteilnehmer die Chefrin-Pyramide und kehrten nie zurück. 1922 wurde Tutanchamuns Grab geöffnet und das Ausgrabungsteam ereilte eine Serie von grauenhaften Todesfällen. In den folgenden 91 Jahren wurden keine weiteren Grabstätten entweiht. Sag ihnen, sie sollen es noch nicht öffnen, sie sollen warten. Bis jetzt. Was ist mit ihm passiert? Toxische Luft. Findet man normalerweise in Gräbern und Gruften. In Bauten, die versiegelt waren. Wie Sie sehen können, hat die Pyramide, die hier ausgegraben wird, nur drei Seiten. Nicht vier wie die Pyramiden von Gizeh. Seht doch mal, wie riesig das Ding ist. Für ihn? Er sagt, wir dürfen da nicht reingehen. Das ist der Fund des Jahrhunderts. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich da nicht reingehe. Bleib dicht zusammen und rührt nichts an. Seht mal hier. Was ist das? Die Reliefs erzählen eine Geschichte. Es ist eine Warnung. Warnung wovor? Was passiert hier? Wir müssen einer nach dem anderen langsam zurückgehen. Oh mein Gott! Sackgasse. Es ist ein Labyrinth. Es wurde erbaut, um das, was auch immer hier drinnen ist, am Fliehen zu hindern. Habt ihr das gehört? Nicht wahr sein! Komm schon! Ah! Helft mir! Geh nicht runter! Ja, meine Freunde, ich weiß nicht ganz, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht. Er kommt auf eine Art ziemlich gut rüber, aber ist auch eigentlich sinnlos, so einen Streifen zu bringen. Ob der jetzt überhaupt gut wird, kann ich nicht sagen. Das entscheidet sich erst im Kino. Ich muss sagen, der Trailer kommt ein bisschen sehr gezwungen rüber irgendwie. Als wenn man unbedingt so einen Film jetzt rausbringen musste, obwohl es eigentlich sowas en masse jetzt schon gibt, muss man jetzt unbedingt sowas noch rausbringen. Klar, es soll irgendwo auf Tutanchamun, also auf wahren Begebenheiten, resultieren, aber ob es jetzt sowas wirklich da in so einer Form gibt, gerade dass denn Gestalten durch eine Pyramide laufen, finde ich ein bisschen so Prototype-mäßig, so richtig komisch irgendwie. Also weiß ich nicht, was ich davon halten soll, weil es werden ja, also wenn man den Trailer sieht, diese Gestalten, die dann durch die Gegend wandeln und auch die Leute dann töten, sind ja wohl, also wenn mir da jemand erzählen würde, das sollen Mumien darstellen, dann würde ich den Kopf fassen und fragen, Alter, hast du überhaupt eine Ahnung? Das sieht so aus, als wenn da irgendwie so ein Prototype oder sowas da rumrennt und mit seinem Speichelmund da irgendwelche Leute ja aufreißt, keine Ahnung. Also es sieht ein bisschen sehr komisch aus. Es kommt mir eher rüber, als wenn das in so ein Trash-Film werden soll. Ob er überhaupt ernst genommen werden will, weiß ich nicht. Ich kann jetzt persönlich für den Trailer erstmal nicht ernst nehmen. Klar, als Trash wäre eigentlich ziemlich geil, weil er eigentlich so eine gute Aufmachung hat. Komische Szenen, klar, aber auch ein bisschen Spannung. Als Trash wäre ziemlich cool, aber wenn er wirklich ernst genommen werden will, würde ich sagen, sollte man sich vielleicht auf irgendwas anderes stürzen, als auf sowas, was auch überdreht ist, was wir schon en masse haben. Und wie mit die Mumie und auch andere Filme, also sowas haben wir echt schon viel. Deswegen würde ich eher sagen, ihn in die Trash-Gruppe reinmachen. Da hat er auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial, da kann er noch ein bisschen Punkte gut machen. Aber wenn er wirklich ernst genommen werden will, würde ich nicht sagen, das ist jetzt ein guter Film. Also das ist jetzt meine Kritik, also das finde ich jetzt nicht wirklich gut. Trash, ja, richtig anerkannter Film, nein. Ja, meine Freunde, das war jetzt meine Kritik. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter. Schreibt mal bitte unten in die Kommentare, warum euch das Video nicht gefallen hat. Und welche Meinung habt ihr zu dem Film? Wenn eure Meinung ganz anders ist, schreibt mir unten in die Kommentare. Wenn ihr meiner Meinung seid, schreibt es auch unten in die Kommentare.
Und wir sehen uns morgen wieder zum neuen Trailer-Check. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag. Und tschüss.